that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hallo, David. Wie geht's dir, Alex? Also, mir geht's hervorragend. Wie gesagt, ihr habt alle da draußen ja gemerkt, es ist eine Podcast-Reihe nach hinten gestuft worden. Mir geht's hervorragend, weil wir hatten Urlaub. Und vor allem ich hatte Urlaub. Und habe meine Zeit in Sardinien genossen, mit meinen Kindern vor allen Dingen. Und das war eine sehr gesegnete und unheimlich gute Zeit. Und das ist auch wichtig, das ist notwendig. Und wir kommen eigentlich direkt schon zum Thema, denn ist es überhaupt legitim, im Sommer in der Primetime in den Urlaub zu gehen? Ja, das ist gut. Aber bevor wir anfangen, ganz kurz an alle da draußen. Erstmal herzlich willkommen zurück zum Betriebstagebuch. David und ich sind ja, was eben genau diesen Podcast anbelangt, einfach sehr spontan. Und das ist auch in der Hinsicht, und es werdet ihr auch merken in der Begrüßung, es wird hier immer so auch, wir sind da sehr flexibel, was dem anbelangt. Und das soll es auch bleiben. Wir wollen einfach... David und ich wollen Spaß haben, vor allem hier auch im Podcast, und wollen das weitergeben, was wir so in den Jahren irgendwo erfahren haben. Da wiederhole ich mich zwar jetzt wieder, aber das ist das, was wir immer wieder auch sagen wollen und auch an Rückmeldungen hatten eben, ob dann irgendwie auch das klare Strukturen oder irgendwie sowas an. Nein, wir wollen einfach miteinander reden darüber, was denn so alles kommt. Deswegen, David, wie geht's dir? Mir geht's genauso blendend. Ich habe auch eine kurze Auszeit genommen am Campingplatz. Und es war hochinteressant, weil mal ohne Strom auszukommen. Wie machst du das mit dem Handy, gell? Ja, klar, man lebt quasi von Akkuladung zu Akkuladung und teilt sich einen Mehrfachstecker mit dem gesamten Campingplatz. Aber das Interessante daran ist tatsächlich, welchen Luxus wir eigentlich gewohnt sind. Ja. Und dieser Luxus, den wir so gewohnt sind, welche Zeiteinsparnis es eigentlich in sich trägt. Und man möge sich nur mal vorstellen, ohne Strom, was sich alles verändert. Brutal. Also angefangen vom Wasserhahn, wenn du den aufmachst, es kommt kein Wasser mehr. Genau, weil keine Pumpe. Und so weiter und so fort. Ja, ja, klar. Oder kochen, ja. Das sind so einfache Dinge. Und es war hochinteressant. Eine Woche Campingplatz in Deutschland am Brombachsee. Traumhaft, traumhaft. Ja, einfach mal wieder Ruhe raus aus diesem digitalen, schnellen und fordernden Alltag, so könnte man sagen. Alex, bevor wir starten, pass mal auf. Ich möchte hier nochmal ein Dank aussprechen an unseren lieben Maurice von beda.tv. Vielen Dank für die Tassen. Ich habe auch deine bekommen, Alex. Die ist mal schauen, bildlich wenn, hier gesehen, okay? beda.tv, Maurice, bist, Dankeschön. Und ja, cool. Also ich werde das jetzt nicht als Kaffeetasse nutzen, sondern vielleicht als Stiftehalter oder so. Danke, Maurice. Und Netzwerk lebt, ihr wisst ja, da geht einiges. Absolut. Ich denke, wir blicken auf einen legendären Schwimmbadsommer zurück. Jo, definitiv. Kann man so sagen, einzigartig, genial und nicht nur das, also ich merke das immer dann, wenn im Social Media diese Hundeschwimmen-Posts wieder kommen, dann weißt du, okay, es geht wieder hinzu. Richtung Ende hinzu. Ja, übrigens, wie stehst du zu dem Thema Hundeschwimmen oder allgemein zu dem Trend? Die Frage war klar, dass die kommt. Also, im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich selber einen Hund habe, ja, ist das natürlich schon der Punkt, wo ich sage, ich finde es an sich eigentlich eine saucoole Idee, das einfach auch mal zu machen, die Möglichkeit da einfach zu geben, an alle da draußen,
selbst Hundesabba oder jegliche Art von Urin in dem Sinne, um das mal ganz klar anzusprechen, da sind wir Menschen nicht viel besser, um das mal einfach jetzt mal klar zu setzen, ob das jetzt Tier und Mensch ist. Wenn ihr glaubt, in einem Freibad sind es nur menschliche Probleme, die da drin sind. Es ist ein Freibad, da landen Enten, Gänse, Tauben, Hühner, sonstigen Schmarren, ja, was da alles in dem Schwimmbad umherirrt. Deswegen, Leute, ich find's cool. Danke an alle Kollegen da draußen, die das immer wieder anbieten, die das zum Schluss machen. Ja, ich hätte einen Verbesserungsvorschlag für manche Leute, ja, den Haar- und Fasernfänger, ja, da in der Hinsicht schon so auszustatten, dass er vielleicht ein bisschen mehr fängt als wie sonst, weil natürlich das Haarniveau bei Hunden ein bisschen mehr ist. Vor allen Dingen, wenn man so einen schönen, riesengroßen Bernersenn-Hund da mal reinschmeißt, dann sieht die Kiste anders aus. Aber sonst alles andere, es tut der Anlage an sich überhaupt nichts. Da spült man brav im Endeffekt den Filter eh massiv aus, klort ihn hoch, stellt ihn hin, macht ihn für den Winter fertig, malast ihn ab und dann trocknet der aus, damit ist die Welt in Ordnung dahingehend. Also ich, zwei Daumen hoch, find's total cool. Du? Ja, find ich genauso. Ich liebe Hunde, allerdings habe ich eine Hunde- und Katzen-Haarallergie, also nicht beruflich bedingt aufgrund der Haus- und Badeordnung oder meines Berufsbildes als Meister für Bäderbetriebe. Ja, aber was ich mich immer frage, wir können über den Trend sprechen, er ist genial, ich finde das Angebot super und zeigt auch, wie innovativ eigentlich ein Schwimmbad sein kann, aber für die Hunde wäre es doch besser im Hochsommer. Also bei dem dicken Fell und so weiter jetzt am Ende. Also das ist die Frage, die ich mir da stelle. Mal abgesehen von dem geilen Angebot, ja. Also ja, mal klar, es ist halt immer so die Frage, was bringt uns denn der Kunde? Und wenn man da sagt, okay, man bietet das mal im Hochsommer an, ist halt immer die Frage, was kommen da an Rückmeldungen? Ja, wenn man sagt, okay, es fällt halt mal um 18 Uhr der Hammer. Oder um 19 Uhr, ja, dann allein das ist ja schon der Wahnsinn in der Hinsicht, wenn das dann passiert, ja, wenn man dann Leute rausholen muss und dann kommen Hunde, dann wird es natürlich in der Hinsicht krass. Oder man macht es halt in der Früh, dass man halt um 8, also wenn man um 9 oder um 10 aufmacht, dass man in der Hinsicht um 8 oder um 9 die Leute reinholt, dann ist die große Frage, sind die Hunde drinnen geschwommen, ist das dann auch wirklich sauber? Also ich verstehe die Hintergründe, das ist völlig in Ordnung, ich verstehe dann auch die Kritik dabei. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, es ist eine Sache, wo man hygienisch im Großen und Ganzen eigentlich, ich glaube, aus meiner Sicht eigentlich kein Problem hat. Ja. Klar, ich weiß nicht, was das Gesundheitsamt dazu sagt, da muss man immer die offiziellen Stellen in der Hinsicht natürlich irgendwo, wenn die hellhörig werden, wenn man dann natürlich dadurch evoziert, dass dann das Gesundheitsamt dreimal mehr vor der Tür steht, ist es natürlich jetzt nicht auch nicht unbedingt das Beste. Aber ja, klar, im Sommer, also das, ich habe kein Problem damit mit meinem Hund, weil mein Hund geht nicht ins Wasser und dem ist das wurscht. Und dahingehend, ja, aber für viele andere Hunde sind wirklich total wasserverrückt und wäre natürlich eine coole Sache, absolut, ja, absolut, wo ich sage, ja, fände ich ein cooles Angebot. Aber dadurch, dass wir ja aktuell sowieso so wenig Wasserflächen haben für unsere lieben Gäste in der Beziehung da draußen, müssen wir natürlich mit dem Angebot ein bisschen vorsichtig sein. Und müssen gucken, wie kriegt man natürlich das Ganze so weit unter. Aber so Todzeiten damit zu füllen, ja, why not? Absolut, klar. Wir sind ja aktuell oder seit längerer Zeit in der Gender-Debatte, Sternchen oder Sternchen nicht. Sollte man dann auch ein Katzenschwimmen anbieten? Ja, das beziehungsweise sollte man in der Haus- und Badeordnung auch, also bei dem Verbot der Tiere, manche Menschen mit integrieren? Ja, es wäre bei manchen Sachen, ich glaube uns, da werden uns viele, viele, viele Kollegen in der Hinsicht definitiv beipflegen und vor allem auch sagen, ja, eine Gesichtserkennung manchmal vor der Tür wäre nicht so schlecht. Ja, dann würden viele Probleme im Bad nicht entstehen. Und, ja, durchaus. Ja, durchaus, absolut. Ja. Kommen wir zu den Bieslern, ne? Kennst du die Biesler? Ja, total. Ja. Also ich finde es genial, wenn man seine Badegäste beobachtet und dann weiß man irgendwann, ja, was Sache ist. Ja, und da gibt es so
dieses klassische Bild, ich werde es nie vergessen, immer wenn ein Badegast an den Beckenrand schwimmt, zur Überlaufrinne hin, ja, seine Arme auf der Überlaufrinne verschränkt und dann so genüsslich nach oben guckt, das ist dann der Moment, da musst du direkt hingehen und sagen, wir haben auch Toiletten. Und du merkst sofort an der Hautfarbe, ob du richtig liegst oder daneben. Daneben kriegst du auch ganz schnell mit, genau. Ja, absolut, kenne ich zu Genüge. Leider ist halt einfach Faktum immer wieder, dass einer der Probleme, dass genau dieses wunderschöne große Porta-Potti halt einfach auch benutzt wird. Das ist echt schade, aber es ist halt so, wie es ist. Auf der einen Seite, Leute, genau wie David es sagt, seid direkt und grad. Ja, meistens ist es, kann sich dann dadurch ergeben, wenn dann gewisse Schwimmmeister vorhanden sind, dass dann Leute das dann schon auch kapieren, dass man gewisse Sachen halt dann doch irgendwo auf einer Toilette erst machen sollte und nicht dort. Aber im Zuge dessen, an alle da draußen, es gibt ein total geiles Video, ja, das haben mit Sicherheit viele Kollegen schon gesehen. Da gibt es einen Schwimmmeister, der hockt auf seinem Stuhl, ja, und nimmt ein Megafon und schreit alle Leute aus dem Becken, ja, weil er Pause hat, weil er Pinkelpause muss und im Endeffekt die Aussicht nicht gewährleisten kann. Und was macht der Elisabeth Schwimmmeister? Steigt von seinem Stuhl runter, geht ins Becken, stellt sich hin und guckt genau mit diesem süffisanten Gesicht nach vorne und lässt's laufen, steigt wieder oben rauf und sagt, das Becken ist freigegeben. Also jeder einfach mal das Video angucken, es ist total geil, es ist super. Ja, da kommen wir direkt zur Überleitung, sehr schön. Ja, Pausenregelung im Schichtdienst, im Schwimmmeister-Alltag. Wie ist das bei dir, machst du Pausen? Tja, ich hoffe, dass jetzt ganz viele von der Betriebsaufsicht mithören. Also bei uns sind die Pausen, also wie soll man Pausen geregelt haben? Also Pausen, um deine Frage zu beantworten, nein, so mache ich keine offizielle Pause, eine inoffizielle Pause in dem Sinne, wenn wir Aufgüsse machen, haben wir eine Dreiviertelstunde im Endeffekt komplett in der Sauna, womit man dann einfach auch wirklich runterfahren kann, entspannen kann und sich einfach mal die Seele baumeln lassen kann, was absolut gut ist. Auch im Sommer lieben das die Kollegen. Da ist es eben genau der Punkt, wenn dann draußen 1500 Leute, 2000 Leute rumgeiern, ja, und man dann hinten in die Sauna kommt und dann man Aufguss mit 10, 15 Leuten macht und sich dann eben dem ganzen Trubel für eine Dreiviertelstunde entziehen kann, ist das absolut genial. Und dadurch, dass Kollegen eben 2 Aufgüsse am Tag mindestens machen, ja, hat man dann aber wirklich auch ein großes Spektrum, wo man wirklich trinken kann, essen kann und sich einfach auch mal entspannen kann. Mhm. Genau. Ich weiß, ich mache mir jetzt mit der Aussage keine Freunde, beziehungsweise finde jetzt Ansatzpunkte für deine Mitarbeiter im Bad. Ja, so klar. Nach dem Saunaaufguss, die Erholungsphase, ja. Ist keine Pause? Nein, ist keine Pause, aber jetzt müssen wir mal gucken, was definiert die Erholungsphase, wie lange darf die denn dauern? Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich weiß, dass viele Kollegen da draußen ganz anders arbeiten. Die machen einen Aufguss, springen den nächsten Aufguss, springen den nächsten Aufguss. Da ist keine Erholungsphase vorhanden. Deswegen ist, glaube ich, das Spektrum dann da hinten schon so, dass man sagen kann, man kann wirklich abschalten und man kann auch wirklich Ruhe nehmen. Ja, es gibt die Situation, wo da hinten Halligalli-Drecksau ist. Ja, da ist dann das mit der Entspannung auch wirklich dahin. Das muss man einfach auch so sagen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt die Phasen, wo man wirklich runterkommen kann. In der Arbeitszeitregelung ist es anders gedacht, ja, dass man wirklich seine Pause außerhalb des Arbeitswesens macht, ja. Aber das ist ja die große Diskussion. Wie schaffe ich es in diesem Zeitalter heute, ja, wo ich eigentlich eine eigene Schicht kreieren müsste, um Pause zu machen, damit eben genau die Aufsicht gewährleistet ist. Wie schaffe ich es da wirklich, das auch so regelkonform einzusetzen? Und ich glaube, 95% der ganzen Betriebe da draußen, es ist einfach nicht machbar. Und umso kleiner die Betriebe wird, umso schlimmer wird es halt. Ja. Und dahingehend, es bedarf einer Lösung, auf jeden Fall, da bin ich auch dabei, aber auf der anderen Seite merke ich, man, glaube ich, muss man dann auch
flexibel nach Alternativen versuchen, eben Regeln zu oder vor allen Dingen Zeiten zu finden, wo die Leute die Möglichkeit haben, abzuschalten. Und das sind schon so Punkte, wo ich einfach auch sage, ja, da muss eine Lösung her. Da sind die Betriebe gefragt, auf jeden Fall. Da bedarf es einer Flexibilität, da bedarf es vor allen Dingen halt auch Kreativität, ja. Und es bedarf halt auch ein Mittun der jeweiligen Mitarbeiter. Ich glaube, den Rahmen gibt es ja schon, den gesetzlichen Rahmen sozusagen, ne, der es ja ganz klar regelt. Genau. Dennoch verbringen viele ihre Pausenzeiten, vielleicht jetzt, wenn man jetzt beim Saunaaufguss ist, in der Pause dann mit Kaffee machen für die Gäste. Ne, so ein Klassiker. Wenn du schon Pause machst, dann kannst du noch Kaffee ausschenken und so weiter. Ich weiß, da spreche ich jetzt was an. Aber wie machen das zum Beispiel diese Freibäder, die wo einfach dann von 10 Uhr bis 19 Uhr Primetime haben? Genau. Ja, und wenn ich da so zurückdenke, war es bei mir auch immer so, ich habe, glaube ich, jahrelang überhaupt gar keine Pause gemacht, weil es für mich irgendwie immer so das Gefühl, meine Kollegen im Stich zu lassen. Ja, weil 6 Augen sehen dann mehr wie 4 Augen und so weiter. Ne? Und das ist eher so mein Bezug dazu, aber ich musste es auch lernen, Pausen zu machen. Und die Erkenntnis daraus war einfach, dass du mit Pausen einfach deine ganze Schicht viel effektiver bist und viel mehr in den Betrieb einbringen kannst, wie wenn du durcharbeitest und dann nach 4 Stunden oder 5 Stunden einfach ja ausgelaugt bist. Ja, ja. Und das, glaube ich, der wichtigste Satz: Man muss Pausen machen, lernen. Und ich glaube, als Führungskräfte sind wir dann auch irgendwo in der Pflicht, den Mitarbeitern das irgendwie auch zu lehren, ne? Und auch mal in der Härte, ne? Also verpflichten dazu. Aber auf der anderen Seite Personalmangel. Du hast halt dann eine halbe Stunde jemand nicht parat. Mhm. Also, genau. Ne? Sei denn, es ist ein Notfall oder sonstiges. Aber diese Regelungen der Pausenzeiten ist schwierig im Schichtdienst, im Dienstleistungsbetrieb Schwimmbad allgemein. Und ich glaube, umso größer das Bad, umso mehr Gäste, umso schwieriger wird es, Pausen zu machen, oder? Definitiv. Und was auch so ist, also so habe ich es kennengelernt, ich bin jetzt auch schon etwas länger beim Plansch. Ich habe damals angefangen so, dass man in die Schicht kommt, alles vorbereitet, soweit hinstellt, wenn die Gäste kommen und dass man im Endeffekt, wir haben so einen Rhythmus bei uns im Plansch, ja, da geht man her und macht im Endeffekt Sprungturm, macht den Strömungskanal, macht Aufguss und da ist es immer so gewesen, dass nach dem Aufguss muss man oder hat man dann wirklich zurück müssen. Also es ging nicht anders, weil einfach nicht genügend Leute dann eben in der Aufsicht dann standen. Das heißt, du hast einen Aufguss gemacht, warst kurz duschen, hast dich fertig gemacht und dann kam es halt immer darauf an, wie viele Leute wirklich da sind. Wenn jetzt die Halle bumsvoll ist, dann haben die Leute eigentlich schon geschrien und sagen, hey, gut, wenn du zurückkommst. Und da habe ich auch gesagt, also im Zuge dessen, dass einfach auch in der Sauna viel mehr einfach kam, ja, und auch die Gäste da in der Sauna auch ein Recht darauf haben, auch wirklich auch betreut zu werden und für uns und nicht nur Recht darauf haben, betreut zu werden, sondern auch wir ein Stück weit einen Sicherheitsaspekt in der Sauna ja brauchen. Dadurch, dass man da hinten ja auch ein Gefährdungspotenzial hat, wo man auch vorhanden sein muss, war mein Ziel eben auch wirklich so es zu stellen, dass definitiv jemand in der Sauna ist und zwar toujours. Und das haben wir eben auch erwirkt und spätestens nach dem Neubau war klar, wir brauchen auf jeden Fall da hinten jemand und dann kam ja natürlich die große Diskussion wieder auf, wie organisiert man sich, gibt es nur Saunadienste und nur Schwimmbaddienste und da haben sich die Kollegen ganz klar dagegen ausgesprochen und gesagt, nee, wir wollen gern im Endeffekt das rollierende System weiter haben, weil wir gern alles machen wollen und das hat sich bewährt. Ganz sicher. Also das war einfach auch von der Flexibilität her, vom Aufgabengebiet her, von dem, dass man auch einfach unterschiedliche Aufgabenstrukturen am Tag hat und nicht nur 8-9 Stunden Aufsicht, hat man natürlich da auch gewissermaßen immer wieder, kommt man aus den einzelnen Positionen auch raus. Und das ist,
glaube ich, auch sehr entscheidend dafür, wie die Aufmerksamkeit in der Aufsicht steht. Und deswegen, also ich finde das Modell sehr, sehr cool und sehr spannend, ja. Und natürlich, was dann noch dazu kam, eben, dass die Leute, also mindestens zwei Aufgüsse machen sie, dass sie hinten sein können. Und das sind natürlich 1,5 Stunden, ja, wo man einfach klar sagen muss, 1,5 Stunden ist sehr, sehr viel Zeit, wo man einfach wirklich weiß, okay, da ist dann, also im Sommer ist es total geil, ja, da ist es super, ja, da hat man einfach wirklich absolute Ruhe da hinten. Im Winter ist es natürlich schon spannend, wie schafft man da im Endeffekt, dass es auch wirklich auch ruhig zur Sache geht. Aber das ist natürlich auch die Kreativität des jeweiligen Unternehmens gefragt, wie schafft man das, und das ist das, was du angesprochen hast, wie schafft man das, dass die Leute eben nicht 8, 9 Stunden wirklich irgendwie oder 10 oder 11 Stunden nur in der Aufsicht dann stehen, ja, und sich eigentlich nach 5, nach 6 Stunden merkt man dann, okay, das Aufmerksamkeitspotenzial sinkt natürlich gewaltig. Und ja, das ist ein Mordsproblem in dieser Branche, ist es wirklich. Und selbst in der Zeit, wenn ich jetzt mal den Übertrag nehme in die Gesundheitsbranche, ja, auch Krankenschwestern stehen oft unter diesem Wahnsinn, ja, dass sie eigentlich die Möglichkeit hätten, sich irgendwann hinzusetzen und mal nichts zu tun, aber da einfach dieses Aufgabenspektrum so viel fordert, ja. Und wenn ich natürlich für eine Station zuständig bin und halt 10 oder 12 Zimmer zu betreuen habe, ja, natürlich kommt immer jemand. Und wenn ich halt nun mal das Personal nicht habe, dann springe ich, ja. Und auch bei denen ist es so. Und da ist es auch so der Punkt, da passieren dann die Fehler, ja. Und das ist das, was ich immer sage, man kann den Leuten dann mal einen Vorwurf machen. Ja, weil sie eigentlich alles tun, damit das funktioniert, außerhalb, und das ist, muss man knallhart sagen, außerhalb der gesetzlichen Regularien arbeiten und leider manchmal dafür auch noch eins aufs Dach kriegen. Und das ist bei uns nichts anders, wo ich auch sage, da ist es noch viel schlimmer manchmal, wenn halt Leute dann wirklich nach 6, 7, 8 Stunden sich hinhocken und wir stehen nun mal in der Öffentlichkeit und dann dieser berühmte Satz kommt, ja, er sitzt ja eh nur rum. Dass der aber schon 7, 8 Stunden davor, ja, Vollgas, also einfach präsent ist, sein voll da ist, schaut, dass der Laden läuft, das sieht man halt in dem Moment. Das sehen Stammgäste, ja, die wissen, was da geleistet wird. Und das ist nochmal an alle Stammgäste da draußen, ja. Unterstützt da auch immer wieder eure Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister in der Hinsicht, ja, dass man, wenn man merkt, dass solche Kommentare kommt, einfach dagegen auch zu sagen, hey Leute, fragt doch erstmal nach, was die Leute hier alles leisten, ja, bevor ihr immer darüber herzieht. Und das sind so die Punkte, wo ich schon sage, ja, gerade in den Freibädern, ja, wie kann man da eine Lösung finden in der Hinsicht, dass man eben schafft, dass man eben nach 5, nach 6 Stunden wirklich eine Pause machen kann. Und da gebe ich dir recht, also das ist eine Sache und ich glaube, das wäre vielleicht ein Projekt für uns, ja, um einfach da mal zu gucken, hey, können wir da einfach mal schauen, ob wir da auch Kollegen da draußen finden. Und mein David und ich sind nicht die Brains hier, die jetzt alles wissen, sondern wir leben auch davon, was ihr da draußen an Kreativität auch fördert und auch ausprobiert. Und dahingehend schreibt es doch uns einmal, wie ihr das macht. Ja, sind wir total dran interessiert, ob ihr da Modelle habt von euch. Also wir sind da einfach auch in der Hinsicht, uns interessiert das auch, wie ihr damit umgeht. Ja, zu dem Projekt komme ich gleich. Was man vielleicht an der Stelle nochmal sagen muss, wir arbeiten im Schichtdienst und man muss klar sagen, wenn du in die Pause gehst oder wenn du weggehst, ist kein Badebetrieb. Genau. Und ich glaube, der Badebetrieb, der würde weiterlaufen. Aber nicht der Sicherheitsaspekt. Gar nicht. Und das ist ja das, wofür wir stehen, ja, und man kann das nicht vergleichen jetzt mit einer Büroarbeitstätigkeit von Montag bis Freitag, weil wenn du dann deinen Schreibtisch verlässt, dann ist halt so, ja, aber wenn ich jetzt mein zu beaufsichtigenden Aufsichtsbereich oder mein Becken verlasse, dann geht's nicht, es geht einfach nicht. Ja, weil wenn was passiert, fällt es wieder auf dich zurück. Und das ist, glaube ich, so die Thematik, die entscheidend ist. Ist ja auch im Krankenhaus so. Das erwarte ich doch, wenn ich im Krankenhaus bin, dass wenn ich den Knopf drücke, dass jemand kommt. Ja,
Es ist echt krass. Ja. Es ist echt krass, ja. Und wenn man überlegt, da sind Menschen dahinter. Also. Ja, durchaus. Das ist halt. Durchaus. Und hier das Thema Schichtarbeit ist ja auch nochmal eine Sache, die verändert ja eigentlich dein Leben. Dein soziales Umfeld, deine innere Uhr, dein. Also, als ich damals aus der Schicht raus bin, ich habe, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um mich wieder an dieses Montag bis Freitag irgendwie gewöhnen zu. Also ich konnte es erst nach einem Jahr, hat sich mein Inneres umgestellt. Mhm. Und so ist es nämlich auch, wenn du weißt, wahrscheinlich die meisten, die in Urlaub gehen, werden krank. Ja. Im Urlaub. Ja. Weil da der Körper runterfährt und dir einfach sagt, hey, die letzten Monate, die waren zu heftig. Ja, ich kämpfe mit dir gemeinsam, aber irgendwann ist Ende. Und es zeigt eigentlich auf der anderen Seite, wie belastend dieser Job ist. Ja, vielleicht nicht immer bei jeder Tätigkeit, aber das Gesamtpaket, dieser Wechsel von früh auf spät, gerade im Sommer, Spätschicht, heiß, flexible Dienstpläne, wo du dich dann vielleicht alle 3 Tage umstellen musst und so weiter. Das geht auf den Körper, das geht auf die Substanz und man merkt es leider erst zu spät. Deswegen ist es, glaube ich, für uns Führungskräfte umso wichtiger, präventiv hier einfach auch diesen Aspekt in unsere Planungen mit einfließen zu lassen und nicht immer nur diesen Aspekt Kunde, Wetter, Badegast zu sehen. Ja, das ist richtig. Die Problematik ist auch, aber wie willst du es umsetzen, wenn du nicht genug hast? Ja, und das ist, glaube ich, einfach das, wo, glaube ich, viele Führungskräfte genau eben mit dieser Position stehen, dass sie sagen, du, ich habe jetzt einfach 5 Leute zur Verfügung, ich muss einen Schichtsplan damit abdecken. Wie soll ich es machen? Ja, und ich glaube auch, und das ist das, was absolut neu ist an alle da draußen. Es gibt diesen Aspekt, dass man jetzt mittlerweile, dass es salonfähig geworden ist, dass man Öffnungszeiten halt auch mal knallhart reduziert. Ja? Und das sind, glaube ich, Punkte, wo man echt mittlerweile einen Hebel ansetzen kann, um genau auch da den Hilfeschrei mal rauszubringen. Ich glaube, vor 4, 5 Jahren, also wenn man das mal so guckt, vor 4, 5 Jahren war das ja so, dass man, das war undenkbar, dass man irgendwas schließt, dass man Öffnungszeiten reduziert, dass man da irgendwie an dieser Schraube, das ist so ein Imageverlust, ja, nach Corona, ja, ist das Verständnis dafür ganz anderes. Warum? Schaut euch um, wie viele Bäder schließen denn gerade? Ja, was geht denn alles zu? Und so viele sind dankbar, dass überhaupt offen ist. Ja, dass wir überhaupt aufhaben. Ja, und ja, das ist, glaube ich, ein Aspekt, der schon irgendwo auch angesetzt werden müssen. Und da muss man, glaube ich, den Mut auch haben, ja, das auch mal wirklich so knallhart in den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Ja, ich glaube, da geht es nicht ums Gesichtsverlust oder Führungsverlust, sondern da geht es um Führungsverantwortung, die man dann damit einfach auch annimmt. Ja. Und ich denke, das hat aber nichts mit Mut zu tun, wenn ich da kurz einklinken darf, weil das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Das ist richtig, das ist die Aufgabe als Führungskraft, die stimmt, die aber so nie gefordert war. Ja. Das ist ein Punkt, wo ich immer sage, selbst als Führungskraft, man baut sich ja im Endeffekt ein Konstrukt der Führung auf, ja, die ja genau für die Situation, die aktuell auch für den Zeitgeist gerade gebraucht wird, ja. Und wenn sich das aber komplett ändert, dann muss man, also das ist das, was ich den Führungskräften natürlich auch immer wieder sage, in der Hinsicht, da muss man sich aber auch als Führungskraft darauf einstellen dürfen, ja, um andere Entscheidungen auch mal dann zu treffen. Natürlich bin ich dafür verantwortlich und natürlich ist es meine Aufgabe, diese Entscheidungen zu treffen. Aber auch ich habe natürlich ein gewisses Konstrukt, eine gewisse Arbeitswelt und auch eine gewisse Führungsverhalten mir angeeignet, was ich jetzt dann ändern muss. Ja, und wenn ich das natürlich solche Entscheidungen treffe, dann hat es Auswirkungen auf den Betrieb und auch das, was natürlich ich vorher geführt habe, zu dem, was dann da passiert in meinem Betrieb. Und das wird spannend. Da gibt es ein probates Mittel, das nennt sich Gefährdungsbeurteilung. Ja. Ja. Oder Analyse, Beurteilung und so weiter. Weil ich denke, wir Bäder sollten mehr den Fokus auf uns legen.
als auf den Badegast. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie heutzutage Freizeitbäder gebaut werden, da wird zum Beispiel das Lüftungskonzept ausgelegt auf die Palmen, die dort drin verbaut sind und nicht auf das Personal, das dort 10 Stunden am Tag arbeitet. Sowas geht überhaupt gar nicht. Das ist für mich unverständlich, weil da ist ja quasi eigentlich schon die Fluktuation vorprogrammiert. Ja. Ja, und das gesundheitsbedingt. Weil Leute einfach nach 5 Jahren sagen, boah, ich kann nimmer. Ich kann einfach nimmer. Ich weiß, ich hatte auch mal in einer Aufsichtskabine quasi Hallenluft. Mhm. Ne? Und dann mit Klimaanlage und so weiter, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ja. Ja, und allein die Luft, die kann ja schon dafür sorgen, dass du mal abschalten kannst. Dass man durchatmen kann und so weiter. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, die man baulich ja schon lösen kann, bevor man ein Bad plant. Oder planerisch lösen kann, bevor man ein Bad baut, sag mal so rum. Genau, danke, jetzt geht's mir besser. War jetzt irgendwo der Haken drin. Aber auch bei Bestandsbädern, also gebauten Bädern, gibt es da viele Möglichkeiten, ja, die ich verwenden kann über Kamerasysteme und so weiter, um einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass mein Personal in allen Belangen mindestens arbeitsschutzrechtlich, ja, wo jetzt viele sagen, ist ja Standard, nicht bei allen Bädern, 50% würde ich hier ins Schwarze tippen. Mhm. Und da kann man vieles machen. Nur dafür ist oftmals kein Geld da. Ne? Also ich muss dann erstmal die Mauer ins Rathaus erklimmen. Ne, sozusagen. Die alten kulturellen beziehungsweise die alten aufbrechen. Ne? Um zu sagen, wenn es schon immer so war, dann ist es ab jetzt anders. Punkt. Jetzt bin ich ja der Boss und ich kann es euch auch belegen. Deswegen meine ich, es hat nichts mit Mut zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass du deinen Job machst. Geh da hin und sag, pass mal auf, so sieht das aus. Wir setzen das um, wann können wir das machen? Termin. Hier, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Hier, zack, 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 zack. Ich hatte damals, das will ich noch mit einbringen, das war hochinteressant. Es war eine Riesendebatte damals mit dieser Aufsichtskabine. Ja, und wir konnten das ja mit den ASRs und so weiter alles belegen und so weiter, aber dich hört ja keiner. Und ich habe das damals tatsächlich über die Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und weiß, wann die zum Messen gekommen ist. Also die messen das dann und wollen das ja natürlich dann auch belegen in Zahlen. Nachts um 1? In der Früh um 10 Uhr sind sie gekommen, in der Früh um 9. Da steht der da mit seinem Messgerät und sagt, das ist ja alles geil. Da sage ich, du Kamerad, komm doch mal in 3 Stunden wieder. Ne, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, ne, weil das natürlich ein bisschen Taktik auch ist. Aber es hat nichts mit Mut zu tun, Alex. Ich glaube, der Mut ist eher der, eine Führungskraft zu sein. Richtig, und darum geht es mir. Ne? Also ganz genau. Der Mut darin liegt im Endeffekt, die Dinge anders zu machen, die ich vorher vielleicht auch aus meiner Sicht anders gesehen habe, ja, und den Mut dann zu haben, die Dinge doch nochmal anders anzupacken. Und das bedarf es eben genau dahin, und das ist das, was du angesprochen hast, sich deren Hilfsmittel in der Hinsicht zu bedienen, um genau das zu argumentieren. Und ab dem Zeitpunkt, klar, brauchst du keinen Mut mehr, weil du hast Fakten. Und ab dem Zeitpunkt aber den Mut am Anfang aufzubringen und zu sagen, ich mache die Dinge anders. Ja, und ich mache die Dinge richtig und ich will sie richtig machen. Ja, das ist ein Punkt, wo ich schon sage, immer der Punkt, wo man Widrigkeiten mir entgegenkommen. Und das ist der Punkt, wo ich Mut brauche, sagen, nein, passt auf, Leute. Ich bin hier als Führungskraft eingesetzt. Das sind die Fakten, das sind die Klarheiten und damit müssen wir jetzt einfach umgehen lernen. Ja, und und manchmal bedarf es eben auch an Geduld. Ja, manchmal brauchen manche Sachen auch ein bisschen. Und wenn wir in der Stadt sind, schon zweimal, ja, dann braucht es. Ja. Also in der Kommune muss man sich einfach klar sein, da gehen die Mühlen halt unheimlich langsam. Ja, aber wenn man mal so einem Kämmerer zuhört und auch mal einfach so einem Stadtbaumeister ein bisschen zuhört, ja, dann ist es schon so, dass die sind nicht bewusst so langsam.
ja, sondern die haben halt nun mal einfach ein Regularienpamphlet manchmal, wo ich mir denke, sag mal, hey, das gibt's doch nicht, ja, und da hängt halt deren Name dran und die sagen halt auch, ja, ich kann zu einem gewissen Grad, krieg ich halt das eigentlich unter meine Füße, wo ich die Verantwortung für mich übernehme und das ist okay, aber dann kommt halt ein Bereich, wo ich sage, wenn das schief geht, geht's um meinen Job. Und das mache ich halt einfach nicht. Und das verstehe ich. Ja. Und aber da ist es eben der Punkt, genau in dieser Kommunikation zu sein und genau das auch anzusprechen, dass sich da Dinge halt auch ändern. Und wenn man zurückkommt zur Pausenregelung, ich glaube, das ist genau auch ein Punkt, wenn man sich hinhockt und sich überlegt, wie schafft man da wirklich ein Konstrukt, was dessen regelkonform man versucht, da auch einzugehen. Und da ist es halt auch so, es sind viele alte Strukturen da, die erstmal so überwunden werden müssen, dass man halt dann auch vorankommt, ja. Und ja, es ist halt einfach so, umso kleiner man wird in einem Freibad, umso schwieriger wird es. Und da, das ist einfach so, ja. Und wenn ich mir überlege, dass eben so Schwimmmeister, die alleine auf der Schicht sind, weil sie zwei Becken haben, ja, wie sollen sie denn Pause machen? Ja, die müssen sich die Putzfrau holen oder einen Service oder einen Techniker von unten hochholen, damit sie auf die Toilette gehen können. Und jetzt denken wir über Pause nach. Ja, und das sind alles so Punkte, wo ich echt sage, ja, aber da muss ich was ändern. Und da muss man kreativ werden. Und ja, ich bin gespannt, also wie da sowas auch geregelt werden kann. Ich finde es einfach ein Unding, dass man eben genau Menschen in der heutigen Zeit, wo die Menge der Badegäste uns wahnsinnig zugenommen haben und was auch definitiv weiter zunehmen wird, weil es einfach weniger Bäder gibt. Ja, es gibt viel weniger Bäder, dementsprechend sind die Wasserflächen natürlich ganz anders belastet. Ja, und die Menschen wollen schwimmen gehen. Also wenn man mal der DLRG den Zahlen mal so ein bisschen guckt, was diesen Sommer alles passiert ist, das ist ja abartig, ja. Dahingehend ist es genau der Punkt, wo man echt schauen muss, okay, aber man kann es nicht nur auf den Rücken der Schwimmmeister austragen. Nö, sicherlich nicht. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, denn du machst es vielleicht mal 5 Jahre und dann bist du vielleicht so ausgebrannt, dass du dann in einen Burnout reinkommst oder sonstiges, ja. Also da wieder in Anführungszeichen die psychische Gefährdungsbeurteilung als probates Mittel, ja, wenn sie dann auch tatsächlich von jemand gemacht wird, der dann auch was positiv verändern will und, ne, und nicht nur das macht, weil es halt gemacht werden muss und zack, ab in den Aktenschrank, sondern damit habe ich ja genau die Lösung die Punkte, wo ich sage, okay, da kann ich ansetzen, das sind meine Stellschrauben und dann kann ich was verändern, ja. Und ich denke, zur Umsetzung dazu muss die Führungskraft einfach am Start sein. Und ich hatte mal die Aussage getätigt, der Meistertitel ist heutzutage die Flucht aus dem FAB, um für die gleiche Tätigkeit mehr Geld zu verdienen. Das steckt damit drin, denn so wie das so aus meinem Gefühl raus bilden wir, ja, ich sag mal, 10-20% der Meister sind tatsächlich Führungskräfte. Und eine Führungskraft ist mehr, ne, als ein Fachangestellter, der halt ein weiteres Zertifikat hat. Auf jeden Fall. Ne, und deswegen, wenn ich den Mut habe, eine Führungskraft zu sein, dann muss ich eben auch diese Dinge angehen. Und ja, im Endeffekt bedeutet das natürlich Veränderung. Ja, aber es kann ja auch gut sein. Ja, denken wir doch mal an Dienstpläne, Dienstplan schreiben. Wie viele verbringen die ganze Woche in ihrem Büro und schreiben Dienstplan? Ich habe mich früher mal gefragt, was macht mein Chef den ganzen Tag in dem Büro? Der Dienstplan ist doch immer der gleiche. Weißt du so? Und wenn du nachgefragt hast, ja, Dienstplan, oh mein Gott, Fehlzeiten, oh, der geht nicht. Aber es war immer das Gleiche. Und deswegen, ich komme zurück zur Studie. Ich suche ein Schwimmbad-Team, das mit mir gemeinsam eine Studie fährt. Denn ich bin der Überzeugung, dass es in einem gut funktionierenden Team keinen Dienstplan benötigt.
Also ich differenziere das mal ganz noch mal. Wir suchen ein Schwimmbad, wo wir im Endeffekt einfach mal den Mut haben zu sagen, pass auf, wir stellen den Dienstplan so ein, wie ihr ihn im Endeffekt braucht. Punkt aus. Also wie das ganze Projekt dann kommt oder nicht kommt, das sei mal dem gesagt, da sagen wir jetzt erstmal gar nicht so viel dazu, weil ein bisschen Spannung darf ja aufgebaut werden. Ja, wir kommen nicht konzeptlos in der Hinsicht. Ja, wir haben uns dabei auch wirklich was gedacht. Ja, aber an alle da draußen, wer den Mut hat, wir sind dabei, wir begleiten das und würden da natürlich sehr gerne mitarbeiten. Genau. Ja, es ist, Entschuldigung, dass ich sage ich, natürlich wir, die Schwimmbadplattform im Kontext, ja, gesehen. Und ich glaube, das Ziel dabei ist einfach, das Thema Schichtarbeit in einen positiven Kontext zu bewegen. Denn das ist natürlich immer ein Argument, was machst du für einen Job in der Zukunft, ne, so als junger Mensch. Und dann kommt, mach bloß kein Bademeister, weil da muss Schicht arbeiten. Mhm. Ne, oder du liest dir die Ausbildungsberufe durch und sortierst erstmal Schichtarbeit aus. Ne, ja. Gibt ja diese Filterfunktionen. Ja. Und dabei kann das auch positiv sein. Also absolut. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, wenn ich jetzt von Montag bis Freitag im Büro bin und erst immer abends heimkomme und so weiter, habe ich auch nichts vom Leben. Im Schichtdienst habe ich vielleicht abends ja, bis 10 oder 11 oder 12 nichts von meiner Freizeit. Aber dafür kann ich sag's immer so schön, gemeinsam mit Rentnern in Ruhe einkaufen gehen, weißt du? Oder Arzttermine wahrnehmen oder, ne, weißt du, so ausschlafen. Ja, Behördengänge machen, man glaubt's nicht, ey. Ja, durchaus. Und ich denke, dass wir viel zu stupide Dienstplankonzepte haben und die noch viel weiter modernisieren, flexibler gestalten können, individuell. Und dafür suchen wir ein Team, ein Schwimmbad oder vielleicht auch mehrere Bäder, die einfach sich da öffnen und sagen, hey, geil, lass uns doch mal mit dem David und mit dem Alex das ausprobieren. Mhm. Und du hast es schon gesagt, wir haben wirklich viel Hirnschmalz da reingesteckt und es ist wirklich genial. Aber es geht nur über die Schiene und so viel möchte ich noch verraten, Kommunikation. Ja, nichts anderes. Ja, also klar, Schichtarbeit ist einfach die Sache und manchmal ist es der Punkt, dass viele Schwimmmeister genau dahin arbeiten, dass sie raus wollen aus der Schichtarbeit. Ja. Ich habe versucht, bei mir im Bad immer wieder auch Konzepte zu entwickeln. Im Sommer ist es einfach sauschwer, ja, da zu gucken, dass man da muss man die Schichten besetzen. Wir haben einfach ein großes Kontingent, was da pro Tag einfach auch laufen muss. Dann jetzt in den letzten 2 Jahren war es brutal in der Hinsicht, einfach weil man gesehen hat, Krankheit, Urlaub, man muss die Leute irgendwie verarbeiten. Mir war es wichtig, dass, und das ist was, wo ich echt gesagt habe, dass die Leute auch dann Urlaub machen können, auch in der Hauptsaison, dass sie die Möglichkeit haben, auch mal Leute mit Kindern im August in Urlaub gehen zu schicken. Ja, wir haben einen älteren Kollegen, den wir am Anfang im August in Urlaub geschickt haben, weil das ein Enkel mitgenommen hat, wo wir gesagt haben, ja, auch das muss möglich sein. Das muss sozial möglich sein, dass genau das auch gestemmt wird und das auch geleistet wird. Natürlich muss es unter der Prämisse sein, dass der Betrieb nicht steht, wenn dann 2 Leute im Urlaub sind, 2 krank sind und dann wissen wir nicht mehr, wie wir es stemmen sollen. Nichtsdestotrotz ist es aber der Punkt, manchmal muss man da ein bisschen mutig sein und den Leuten die Leute mitnehmen und ihnen klar sagen, hey, eine Fachkraft, ein Rettungsschwimmer geht, ja, mehr ist so nicht möglich, teilt euch ein, schaut, dass ihr euch da einig werdet in dem Sinne, aber Schichtdienstzeiten dann zum Beispiel auch mutig sein, im Winter den Leuten einfach da auch mehr freizugeben. So weit, wie es halt auch die Sollstunden zulassen. Aber einfach Konzepte zu entwickeln, dass sie eben nicht nur 2 Tage frei haben und dann am besten noch am letzten Tag Spätschicht und dann am Starttag wieder Frühschicht, wo man dann das Ganze auch wieder einkürzt, sondern wo man echt den Leuten versucht, das Ganze, also 4, 5 Tage mal freizugeben, dass sie einfach am Stück abschalten können, dass sie daheim bleiben können. Ich habe mal in meiner Zeit, gab es eine Zeit,
mit einem alten technischen Leiter gehabt, der ist mal auf 6-5, 6-5 gegangen. Also 3 Tage früh, 3 Tage spät, 5 Tage frei und dann ging es wieder los mit 3 Tage früh, 3 Tage spät. Das ist natürlich ein rosierendes System, weil 5 Tage frei, sind 5 Tage knallhart, also 5 Tage frei ist wie Urlaub. Ja, du kannst 5 Tage einfach sagen, komm, hey, ich kann mal was machen. Ja, und das sind so Punkte, wo ich schon sage, das bietet halt auch Schichtarbeit. Schichtarbeit bietet natürlich dann auch eine Flexibilität, ja, aber jetzt sind wir wieder dabei, einfach auch den Mut der Führungskraft mal zu sagen, komm, ich mach's mal anders, ja. Und das sind so Punkte, wo ich sage, ja, why not machen, ja. Und ja, ich bin gespannt, wie wir dieses Jahr den Winter machen, wie wir den gestalten. Da ist es genau der Punkt. Für mich ist es wichtig, dass die Leute wirklich da auch wirklich runterkommen, abschalten können. Der Winter ist jetzt nicht, dadurch, dass Freibad zu ist, bei uns eben, da ist ein kompletter Bereich dann eben nicht mehr vorhanden. Das bedeutet, wir brauchen weniger Leute. Aber so kann man natürlich dann auch wirklich gucken, dass man die Sachen auf Vordermann bringt. Und da an alle draußen einfach den Mut zu haben, es bedarf halt wirklich an Arbeit und Schichtpläne so umzustellen, dass sie sozialverträglich sind auf der einen Seite, dass man abbildet, dass die Leute auch irgendwo ihre freien Tage bekommen, wo sie brauchen und dass sie alle ihre Stunden erreichen. Das ist harte Arbeit und das bedarf wirklich Hirnschmalz. Ja, und dann darf man von mir aus auch mal eine Woche Dienstplan am Schreibtisch machen, ja. Aber sonst bin ich bei dir schon, David. Der Dienstplan muss halt stehen und selbst bei uns ist es auch manchmal also jetzt die letzte Zeit war es hochkompliziert und danke an Melli da draußen, die für mich den Dienstplan immer wieder kreiert, wo sie echt auch manchmal mir verzweifelt ihn gibt und mir dann sagt, Alex, bitte guck mal drüber, jetzt wird es dann schon haarig, wo er dann sagt, ja, und dann kommt genau die Situation, dass die Leute krank werden und dann muss man flexibel reagieren, man muss flexibel arbeiten, muss gucken, wie kriegt man dann auch den Dienstplan umgestellt und danke an das komplette Team, ja, dass ihr immer wieder flexibel da auch einspringt und man versucht, das Ganze zu strukturieren, aber jeder hat auch die Gewissheit, wenn er krank ist, dann ist er halt auch krank, dann braucht er kein schlechtes Gewissen haben in dem Sinne, sondern dann ist es halt so und wenn die Leute sich halt mal verletzen beim Sport oder sonst irgendwas, dann kommt das vor, ja. Aber ja, Schichtplan, Dienstplan ist und bleibt ein Konstrukt, was unheimlich spannend ist und was unheimlich Potenzial birgt, ja, wo es viel Streit geben kann. Ja, und ich finde das Projekt saugeil, zu sagen, hey Leute, es gibt die Möglichkeit, einen Dienstplan zu gestalten, ohne ihn in der Hinsicht erstmal zu schreiben, ohne ihn klar vorzugeben, sondern wo man ein gemeinsames Konstrukt in der Hinsicht erarbeitet, das auch funktionieren kann. Ja, und ich denke, man darf da auch vielleicht mehr in die Individualität des Menschen gehen. Jeder ist verschieden, ja, jeder hat ein anderes Energiesystem, jeder braucht es anders. Wir haben kreative Köpfe, wir haben Malocher, wir haben verschiedene Charaktere, ja, die auch wieder in sich individuell sind. Und ich wage die These, es ist möglich. Es ist durchaus möglich, denn Ziel sollte doch sein, dass auch Schichtarbeit familienverträglich, sozialverträglich, nicht krankmachend und so weiter ist. Das ist ja das Ziel, wo wir diesen Kontext Schichtarbeit in ein anderes Licht rücken, sodass man vielleicht sagt, boah, ich arbeite lieber in der Schicht Arbeit, ja, oder im Schichtdienst, Schicht- und Wochenenddienst, weil ich da einfach viel mehr Vorteile habe. Ne? Mhm. Und es funktioniert ja überall. Ja. Was? Ja, dass man Arbeitszeiten familienfreundlich gestaltet und so weiter. Andere Branchen. Ja, durchaus. Ja, das, genau. Das gibt mit Sicherheit auch Schichtbranchen, die das für sich positiv etablieren können. Ja, wir haben halt immer diesen Aspekt, es muss jemand am Becken stehen, ne? So. Genau. Und das macht es ja nicht immer einfach. Ne? Nein. Außer der Blaudruck
Nein, wir lassen das Thema. Lassen wir das Thema. Lassen wir das Thema. Weil es muss oder es soll. Oder es kann. Es kann. Oder es wird. Lassen wir das Thema. Also Review Blaudruck wird kommen, ganz sicher, wenn die Anhörungen soweit durch sind. Da werden wir mal gucken, wo wir dann landen. Nichtsdestotrotz, aber genau, wir bleiben mal Thema Schichtarbeit, Dienstplan. Urlaub. Übrigens, ein Thema wollte ich noch sagen. Alex und ich, wir sind auch dieses Jahr auf der Interbad zu finden. Ja. Und zwar, wir mischen uns natürlich unter das Volk. Also wir werden ständig unterwegs sein, wir werden ansprechbar für euch sein, wir werden mit euch in Kontakt treten, wir werden an Ständen zu sehen sein, wir werden immer präsent sein und ich freue mich da schon richtig drauf. Ich ganz auch. Ehrlich. Ja. Ja? Die Branche wieder zu treffen, das ist mein Grund, ja, so. Ja. Und da können wir schnacken. Sagt man das so? Ne? Nee. Da schnacken wir. Da schnacken wir. Nachdem die letzten Jahre ja sehr abgespeckt waren, freue ich mich dieses Jahr auf eine Messe. Sofern das dann möglich ist. Ne? Aber ich finde Messen, also ich liebe Messen. Ich finde das total geil. Ich bin immer wieder auf der Free in München, die absolut, also kann ich nur empfehlen. Also ohne jetzt Werbung für die Free zu machen, aber es ist einfach immer wieder cool, diese Messe zu, oder man ist ja unter den Campern und in den Caravan-Wahnsinnigen gegangen und da ist es eben auch der Punkt und das sind Branchen, wo man merkt, hey, gerade da vor Ort, da trifft sich halt genau dieses Konstrukt und so ist es eigentlich in der Interbad genau das gleiche, Leute, und das ist was, wo man wirklich hier gucken muss, hey, sich hinzustellen, sich auch eben Kollegen zu treffen, eigentlich aus wirklich aus ganz Deutschland, wo alle herkommen, wo man diskutieren kann, wo man Innovationen und vor allem auch mit den Firmen mal wieder diskutieren kann, wo geht's hin, wo, was, wer, welche Reise sollen, haben die, weil die stellen natürlich auch oder stecken auch Geld in die Branchen und vor allem in Forschung rein, dahingehend Leute, aber lasst uns diskutieren, genau um die Dinge und lasst uns treffen dort und dann werden wir sehen, wo wir uns überall über den Wegen laufen. Genau, ihr dürft uns gerne ansprechen. Mir kommt gerade, war das gerade Werbung für oder Schleichwerbung für die deutsche Gesellschaft? Nein, natürlich nicht. Nicht immer, nein, aber ab und zu. Nein, insgeheim eigentlich schon, ja. Ja, wir freuen uns auch, euch zu sehen, natürlich. aber vielleicht dann noch ein kleiner Hintergrund. In der Zeit, in der Alex so lange im Urlaub war, gefühlte 27 Wochen, jetzt kriegt das volle Breitseite, super. War ich natürlich unheimlich fleißig und habe die Schwimmerplattform weiter gebastelt und weiter philosophiert und genau dieser Netzwerkaustausch, genau dieses sich treffen und über Themen reden, ne? Mensch zu Mensch, in der Gruppe, unter uns Fachleuten. Da haben wir für nächstes Jahr auch was in unserem großen To-Do-Plan. Und da dürft ihr euch auch freuen. Natürlich. Immer. Das machen wir. Ja. Also ihr habt ja so ein bisschen gemerkt, um was es heute uns einfach ging, also oder geht. Das ist einfach der Punkt, auf der einen Seite Schichtarbeit, auf der anderen Seite Pause, Dienstplan, das sind natürlich alles so Konstrukte, die weltweit diskutiert werden. Im Zuge dessen, lasst uns darüber diskutieren, ja, schreibt uns an, schreibt in die Kommentare, lasst uns da wirklich diskutieren darüber, weil ich glaube, da habt ihr ganz, ganz viel dazu zu sagen, wie es bei euch läuft, was bei euch läuft und wir sind da total darauf interessiert, da euch auch natürlich in der Hinsicht gerne auch zu unterstützen, da gerne auch immer wieder mal beratend zur Seite zu stehen. Wir sind nicht die Weisheit, wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber wir schauen immer Konstrukte auch vielleicht bei euch anzustoßen oder auch rauszufiltern, wie es bei euch läuft und eure Situation in der Hinsicht besser zu machen. Ja, ich denke, viele, viele unserer Kollegen da draußen, die gehen jetzt erstmal in ihren wohlverdienten, nach gefühlten 10, 15 Wochen Sommer, Sonne, satt,
mit ihren 300 Überstunden erstmal verdient in den Urlaub. In den Pause und in den Urlaub, ja. Ja. Absolut. Auch eine Thematik, ne? Riesenthematik im Grunde, ne? Oh ja. 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 Wie kann das es sein? Es gibt unter uns nicht nur Fachangestellte, sondern Fachangestellte, die gleichzeitig Skilehrer sind. Mhm. Ne? Oder Surflehrer oder wie auch immer. Ja. Ja. Oder keine Ahnung. Das ist unser Berufsbild und das ist geil so. Und ich finde es genial. Oder Tauchlehrer. Genau. Oder Tauchlehrer, ja klar, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und heutzutage vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe in die Nachbargemeinde, die haben ein Hallenbad und helfe dort aus, weil da vielleicht Personal knapp ist, ja, und kann mir damit dann auch was dazu verdienen, ja. Mhm. Und dann macht es auch wieder richtig Spaß, die Thematik, ne? Absolut, absolut. Alex, wir sind jetzt bei fast einer Stunde und Wahnsinn. Mir geht es in diesem Betriebstagebuch auch ganz speziell darum, Dinge anzusprechen, um die festhalten zu können, der Nachwelt. Ja, also yeah. Es muss zeitlos sein und teilweise auch aktuell. Ich denke, das Aktuelle werden wir jetzt auch immer mehr mit reinbringen. Ja, aktuelle Themen, ne? Aktuelle ja, Meinungen und auch, soll ich sagen? Ja, Nein, ich sag's nicht. Okay. Wir haben gesagt, 5 Folgen und ja. Dann sprechen wir drüber. Richtig. Okay, wir sind bei Folge 4. Von daher, wir wünschen euch noch ein wunderbares, ausklingendes Hundeschwimmen. Mit der Einleitung in den wohlverdienten Urlaub, Winterurlaub, Revision zum Hallenbad. Und wir hoffen, dass wir unsere Schwimmbäder im Winter aufgrund der energetischen Thematik weiter für unsere Kinder, für unsere älteren Badegäste zur Verfügung stellen können. Denn wir sprechen hier nicht nur um Freizeitbetriebe, sondern auch um Gesunderhaltung. Ja, absolut. Genau, es geht nicht immer nur darum, energetisch natürlich wahnsinnig herzustellen, sondern einfach auch diesen Auftrag irgendwo zu erfüllen. Die Allergie schreit wie ein Wahnsinniger, dass eben der Verfall des Schwimmens da ist und da gebe ich Ihnen recht. Das ist wirklich so. Und wir als Bäder haben oder als Kommunen oder auch als Regierung, Landesregierung oder als Bundesregierung auch den Auftrag, genau dem entgegenzuwirken, weil wir sind nun mal ein Seenland, nicht nur hier in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern. Wir haben Flüsse, wir haben Freigewässer, wir haben viele Sachen, wo viele Gefahren birgen und wo ich einfach sage, ja, wir haben auch Verantwortung dadurch für unsere Kinder. Und dahingehend, lasst uns da bitte auch gemeinsam kämpfen, dass genau das weitergeht. Wir haben Corona geschafft, wir werden auch die Energiekrise schaffen. Genau, und schauen, wie wir hier weitermachen. So Gott will. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Genau. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Viel Spaß mit den Hunden. Viel Spaß im Urlaub, viel Spaß, wo ihr auch immer eure Überstunden abfeiert. Genießt die Zeit, ihr habt sie verdient, ihr habt einen geilen Sommer, einen geilen Job gemacht. Und ja, so danken wir euch. David, es war mir wie immer eine wahnsinnige Ehre und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis denn, danke, das Betriebstagebuch. Ciao. Servus.